Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Kurzes Intro. Und zwar ist es wieder soweit, Freunde. Wieder Karrieremodus. Das haben sich sehr, sehr viele wieder gewünscht. Karrieremodus, das wissen viele gar nicht, war einer der Sachen, mit denen ich wirklich, was heißt groß geworden, aber da sind sehr viele Leute auf mich aufmerksam geworden. Da hatte ich zum allerersten Mal, glaube ich, auch so 15.000, 20.000 Zuschauer. Das kam immer sehr, sehr gut an. Es ist das dritte Jahr. Wir haben mit FIFA 20 angefangen, 21 und jetzt 22. Wir fangen an in der dritten Liga mit Delay Sports. Wir haben so ein paar Leute erstellt. Eldos, Melina, Sydney, Willi ist im Verein. Wir werden dann immer auch später die Spieler holen, mit denen ich dann gut bin. So hat es übrigens auch angefangen, diese ganzen Freundschaften mit den Spielern, weil ich dann mit denen so eine Geschichte aufgebaut habe. Ich versuche auch fast nur Spieler zu holen, mit denen ich auch so einigermaßen gut bin. Es geht nicht mit allen. Später dann, wenn wir irgendwann in die erste Liga kommen, ich werde vielleicht auch noch eine zweite Version machen, wo wir in der ersten Liga starten, dass ich mir dann da ein paar Leute auch hole und versuche, die mal anzurufen, damit da wirklich so eine kleine Geschichte entsteht. Ich denke, euch gefällt das. Könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Könnt ein Like da lassen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, Freunde. Wir haben bald die 1 Million auch auf YouTube. Da fehlen uns noch 160.000 Follower. Die schaffen wir vielleicht bis zum Ende des Jahres. Mal sehen. Jeder Follower zählt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst gerne ein Like da. 20.000 Likes für die erste Karrierefolge. Kam immer sehr, sehr gut an. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Wir erstellen kurz mich. Ich mache mir jetzt nicht alle komplett so wie ich, Chat. Sonst dauert das alles zu lange. Wir fangen an. Elias Nährlich. Wahrscheinlich einer der besten Spieler in irgendeinem Multiversum, wo er sich nicht das Kreuz und das Warnbein gebrochen habe. Ich bin mir sicher. Kommentatorname, Abde. Egal, nenn mich Abde. Nenn mich Abde an den Kommentator. Wir fangen an mit der Größe. Und zwar, wenn nicht sogar 1,81. Aber damit der Chat mich nicht nervt, 1,80. Also, wir machen das. Ich muss mich schon schlecht machen, weil es langweilig, wenn ich da mit einer 90 reingehe oder so. Flanken, ich bin echt nicht ein guter Flankengeber, gebe ich mir eine 60. Abschluss war auch nicht so meins, Chat. Abschluss war nicht so meins. Kurze Pässe, ich schwöre, ich kann gut passen. Besonders kurze Pässe, sorry. 82. Lass dich mit mir reden, Weak Foot 3. Wir rufen einen Kumpel von mir an, der soll das bewerten. Hallo, Eligella. Hi, Timo. Ich bin gerade dabei, mein Profi zu erstellen für Karrieremodus. Ich bin on-stream, du musst mir helfen mit meinen Werten, weil mein Chat glaubt mir schon wieder nicht. Okay. Ich darf aber auch nicht zu gut sein. Dribbling, warte ganz kurz, ich muss kurz sagen. Dribbling, Chat, es tut mir jetzt leid bei Dribbling. Aber wenn das keine 87 ist, dann will ich hier nicht mehr weiter da sein. Wirklich jetzt. Ein Magier. Ja, Dribbling war, müssen wir dir eine 84 geben. Okay. Also dafür kein Weg dran. Ja. Wenn du die roten Schuhe schnürst mit den Socken, du weißt, welche Schuhe. Ja, ich weiß, welche du meinst. Die Mercurial, Chat. Da können wir nicht unter 84 gehen. Ballkontrolle, ich geh mute. Guck mal, wie ich mit dem Ball spiele. Guck mal, was ich für ein Magier bin. Auf dem Favela ist groß geworden. Ballkontrolle, wenn wir Dribbling eine 84 haben, dann ist Ballkontrolle eine 77, sag ich. Oh mein Gott. Willst du noch in Zukunft mit mir befreundet sein? Hättest du dir mehr gegeben? Digga, ich bin besser in Ballkontrolle als ein Dribbling. Ich habe eine bessere Ballkontrolle als ein Dribbling. Ich spiele mit dem Ball wie ein Magier. Übersicht? 80. 90 habe ich mir jetzt gegeben. Übersicht, Chat. Es geht nicht darum, dass er so aussieht wie ich, Freunde, so ganz genau. Boah, genau das ist mein Bart. Zack, Adidas Pure Legend. So, damit haben wir es. Sydney. 1,88 mit 97 Kilo. Das ist schon nicht ohne. Kurze Pässe. Boah. 89. Scharfer Fuß, gib mir 3. Na, okay. Wäre vielleicht sogar auf 4 gegangen, aber ich gebe dir 3. Dribbling? Ja, gib dir eine 80. 80? Ich würde dir mehr geben. Wir müssen da auch nämlich performen, ne? Hast du bei Dribbling? Ich glaube, da war es eine 85. Weiß nicht mehr. Dann habe ich
niemals eine 88. Da habe ich eine 81er Klasse. 81? Wie soll ich denn, wenn du eine 85 hast? Genau, du verstehst es. Du verstehst es wenigstens. Ballkontrolle kriegst du von mir eine 85. Ist halt so. Was soll ich dir jetzt erzählen? Sprungkraft? Ich kann jumpen. Ah, jetzt mit den Übergewicht-Kilos weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, ob du mit deinen 97 Kilo da hochkommst. Ich geb dir eine 62, 63. Ausdauer. 85. 97 Kilo, Sidney Friede. 85 Ausdauer. Nein, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Das könnte sie wirklich sein. Ja, so, wir machen jetzt so. Ich weiß gar nicht, wie Eldos mit Nachnamen heißt. Todorovac. Trikotnummer. Ach, Eldos hier. Nimm die 18. Auf Ernst, wenn ich nicht verletzt hätte, ich würde heute mit Gavi spielen. ZM. Och. Ich habe sogar damals gegen Gavi fast, glaube ich, gespielt. Also ich würde mich LF picken. Du hast doch gerade gesagt, du bist neben Gavi. Ja, aber ZM ist stark besetzt jetzt. Oh mein Gott, sag mir bitte nicht wegen Grealish. Abschluss. Auch 68. Okay, Eidos. Okay, achten. Was sind denn deine Stärken? Damit ich mich nachher drauf vorbereiten kann. Passen, Übersicht und so. Und dann bist du dann willst du LF sein, wenn du 68 ja, Abschluss hast. Sprinttempo? 74, 72 so. Digga, mir fällt gerade auf, du bist voll der scheiß LM. Ich schwör's dir, wenn die Seiten kürzer wären, das wärst du. Ich schwör's dir, das wärst du. Mit diesem nach vorne, Spitze, diese Spitze nach vorne. Das ist es, was Besseres finden wir nicht. Also, das bin ich, ja. Vorname Melina, Nachname Nerlisch. Wollen wir mich nicht Meligella nennen? Nein. Nerlisch. Nein, vielleicht sowas wie Melina Fantastico. Melina einfach, ohne Nachname. Du brauchst einen Nachnamen. Ich muss dich doch anmelden. Ulrike muss dich anmelden. Wann sind dies hier Zeichen? Willst du mir was sagen? Gefällt dir mein Nachname nicht? Größe. Sie ist ein... Aber ich soll doch gut sein in dem Spiel. Dann mach mich mal so 1,80. Du bist 1,60. Kleiner geht nicht, wa? Nein, es geht wirklich nicht kleiner. RF? Okay, RF schreiben alle. Dann bin ich halt der F. Melinas Attribute. Du bist schnell, beweglich, klein, wendig. Das bist du. Du bist Insigne. Lorenzo Insigne. Kurze Pässe gar nicht so schlecht. Nee, dann würde ich mal sagen, gib mir doch mal einen Haben Pass. Wir einen Ball hier? Sie kann wirklich passen, Chat. Ich schwör's euch. Fünf Dinger. Okay. Komm. Direkt. Ja, direkt zu dir zurück. Ja, ist eine 90. Ist eine 90, Chat. Könnte eine 90 sein. Faire Zweikämpfe. Ist Quatsch bei dir, ne? Du faulst immer. Versuch mir den Ball abzunehmen. Was ist das für ein Quatsch? Ey, das ist voll schwer. Faire Zweikämpfe ist ganz großer Quatsch. Ganze Zeit. Ich mach nur Körper zwischen beiden Mann. Hier, bau raus. Wo willst du mir den Ball abnehmen? Großer Quatsch. Das ist eine 12, Chat. Du machst die ganze Zeit deinen Arm vor mich. Was ist das? Ja, hier. Ich glaube, das ist alles fair. Ist fair. Versuch mal den Ball zu beschützen. Was machst du da? Ich schütze den Ball. Was machst du da? Du klemmst ihn doch nur ein. Ich weiß, es ist verbunden. Ja, hab ihn. So einfach. Hast du eine, du, ja. Ich glaube, ich habe wirklich eine richtig schlechte Reaktion, Leute. Du musst es fangen. Mhm. Ups. Okay. Ich hab's. Oha. Okay, das war gut. Wir haben hier noch ein paar Optionen. Pferdeschwanz? Aha. Mit einem Tape? Viele hier. Die daneben vielleicht. Mach mal die daneben. Nicht die glatten, die gewellten. Also das ist deine Frisur. Ja, zeig mal die daneben. Das bist du. Noch eine weiter. Da, das eher. Das bist du. Bart, hier. Wäre lustig. Muss das sein? Wäre lustig. Hier, wir nehmen den Mann. Ich glaube, den hatte ich immer. Da habe ich blonde Haare gemacht. Vorname Sebo, Nachname Geller. Es gibt ja zwei verschiedene Charaktere, Chat. Es gibt Sebo Geller und es gibt Elias Nerlich. Es gibt beide. Oh, da ist er, Chat. Und ich hatte blonde Haare. Wie ich es vermisst habe. Da ist er wieder. Erstelle deinen Verein. Vereinsname Delay Sports. Wir starten in der dritten Liga, bitte. Lol, wir müssen ein Team kicken. Hier, das passt sogar. Weil die nicht mehr angemeldet sind in der Liga. Hä, wie schlau. Heimtrikot anpassen. Ach du Scheiße. Hier, blau. Nummern weiß. Zack. Das ist eh scheißegal. So, Auswärtstrikot. Hier, schwarz. Zack, ist drin. Ja, dann hier halt grau. Ist mir doch egal. Zack. Trikot sieht man eh nicht. Wer nicht ran. Wappen. Oh. Hier, ganz klassisch, Chat. Mit einem Bär. Berliner Bär. So, zack. Stadion, wo spielen wir? Heimstadion. Gibt's ein Waldstadion? Bei uns reicht's noch nicht für mehr. 50.000 müssen Minimum reinpassen. Was soll ich euch erzählen? Umbenennen das Stadion. Kann man das umbenennen? Wie nennen wir das Stadion, Chat? Bruchbude. Bruchbude ist auch gut. Atmosphäre. Chat, Atmosphäre. Da seid ihr gefragt. Torsong? Believer. Believer. Torsong, Believer. Transferbudget? Ich brauche ein bisschen was. 10 Millionen? Ist das okay für Dritte? Vorstandserwartung. Fußballriese. Kleiner Verein. Fokus auf die Jugend. Erfolg? National? Mittel. Erfolg kontinental? Mittel. Finanzen? Mittel. Markenpräsenz? Hoch. Nachwuchsentwicklung hoch. So, Spielschwierigkeit, das juckt alles nicht. Ultimativ ist eh scheißegal. Für dich gibt es nur FIFA. Für mich gibt es nur FIFA-Chat. So,
Jetzt weiter, oder Chat? Oh, es wird emotional. Zeig es den Leuten, du bist es wert, diesen Verein zu führen. Machen wir mit bei so einem Freundschaftsturnier. Saisonvorbereitung, Turniereinladung, mögliches Preisgeld. Nicht, dass sich da jemand von mir verletzt. Keine Zukunft, überspringe ich. Geh direkt auf den Transfermarkt und hol die sonst, unterschreiben die woanders. Gleich alle Spieler vom Freie holen, sonst sind die weg. Muss ich direkt holen, die Jungs. Wo bist du? Sidney Friede, hier ist der Chat. Och, Digga, 55 Marktwert. Was mache ich jetzt? Elias Nerlich, 46. Melle, 46. Melina, du bist 46 Millionen wert. Und 1,62. Hast du dich größer gemacht? Ey, doch 17 Millionen Marktwert. Edi, du musst nur Gehalt sein. Ach, Jungs. Melina! Ich brauch dich kurz. Ich geh jetzt mit dir. Setz mich mit dir an den Tisch. Es geht um Geld. Das ist dein Berater. Willst du mir irgendwas sagen? Vorher. Hör mal zu. Setz dich mal hin. Halt die Füße still. Okay? Gehaltsempfehlung sehe ich gerade 10.000. Ist Quatsch. Ist zu viel? Oder zu wenig? Wie hören sich für dich 2.000 an? Du kannst dir monatlich... Eli, für 2.000. Neues Shampoo holen. Für 2.000. Lippenstift. Nein, für 2.000 wechsle ich zu Olivia Gross rüber. Hör mir zu. Kriegst du mich nicht? 3.000. Hast du mal gesehen, was für gute Kopfballfähigkeiten ich habe? 3.000 einmal monatlich übernehme ich deinen Friseur und wir gehen in den Serengeti Park. 4.000. Wie hören sich für dich 4.000 an? Eli, ich sag dir ehrlich, alles unter 8.000 mache ich nicht. Melina! Ja, musst du dir halt einen anderen Spieler suchen. Wir spielen hier in der dritten Liga. Bleib mal ruhig. Hör mir zu. Ich gebe dir jetzt 3 Jahre Vertrag. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Du kannst dir in Berlin eine Immobilie holen. Du verdienst deine 8.000. Holst dir eine schöne Penthouse-Wohnung. Hast dann noch wirklich viel Geld übrig. 5 Jahre, schlag ein. Ich habe meine Hände voll mit Soße, aber gerne. Wir möchten ihn auf eine Leistzeit auf 5 Jahre verpflichten. Du brauchst dir nie wieder Gedanken um deine Zukunft machen. Nein, 3 Jahre wollte ich nicht für ihn. Mein Klient ist mit der Angebotsvertraufzeit nicht zufrieden. Er wünscht sich 1 Jahr. Warum? Weil, stell dir mal vor, ich werde innerhalb von diesem 1 Jahr so richtig gut. Und dann lohnt sich das für mich ja nicht mehr. Ich möchte 2 Jahre. Wir sind hier nicht bei Wünsche, was? 2 Jahre. Und die Glatze soll mir nicht auf den Sack gehen. Freigabesumme übergehen. Niemand redet von der Freigabesumme. Wir möchten nur gerne über das Gehalt und eine weitere finanzielle Angelegenheit. Was will die? Du willst einen Einstiegsbonus von 70.000 auf die Hand. Anscheinend. 390.000, wenn du 20 Tore schießt und ein Gehalt von 10.000? Ja, das ist doch mal verdient. Hör mir mal zu, wenn du 25 Tore schießt, gebe ich dir 420.000 Cash auf die Hand. Ohne Steuern, ohne alles, legst du zurück. Niemand hört, weil es Ulrike macht, das fertig. Ja, das klingt gut. 420.000 auf die Hand, so. Ich habe keine Ahnung von sowas. Knall Bonus weg. Boni wegmachen? Bonus entfernen. Dann machen wir deinen Bonus weg. Bonus hinzufügen, weißt, Gehalt und Einstiegsbonus. Meinen Torbonus, den wir besprochen haben? Mach, niemand hat davon geredet. Angebot absenden. Wir bieten einen Einstiegsbonus von 70.000 und wir sind nicht bereit, einen Torbonus zu zahlen. 12.000. Du bist eine Halsabschneiderin. Ich mag meinen Manager. Eli, jetzt mal ehrlich, wenn es hier langsam zu holprig wird, dann suche ich mir einen anderen Verein. Hör mir mal zu. 11.000, die Tinte ist trocken, Einstiegsbonus. Chat, was soll ich machen? Gib ihr den Bonus und geh mit Gehalt auf 9.000 runter. Cory, Koray, was ist das denn? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Also ich finde, du solltest auch mit dem Mod-Gehalt mal ein bisschen runtergehen, Edi. Ja, das finde ich auch. 11, Einstiegsgehalt 80.000. Wie hört sich das an? Angebot absenden. Nimm an, friss oder stirb. Das friss oder ich stirb. Jetzt wirklich annehmen. Friss oder stirb. Wir sind uns einig, oder? Na dann, auf eine gute... Raus aus dem Büro, extra Runden laufen. 11.000 im Monat, wo bin ich denn? Sehe ich aus wie Multimillionär. 11.000, Tür hinten zumachen, Bälle aufpumpen, mein paar Runden laufen gehen. Meins mir ernst, 11.000 verdient die Frau in der Woche. Ich dachte im Monat. 11.000 in der Woche. Ist das eine Halsabschneiderin, wirklich. Holen wir mal den wichtigsten Mann, Edi Geller. Hallo Edi, setz dich mal hin. Hallo. Ich bin ein bisschen nervös, dich kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Guck mal, wie cool ich aussehe. Guck mal, wie cool. Guck mal, mein Berater, Marc. Das ist Marc. Marc mit einem lockeren T-Shirt, ich mit einem Anzug. Geh mal ein bisschen Nigera-Chat. Willst du einen Kaffee? Ja, schwarz, komplett, ohne Milch bitte. 5 Jahre kriegst du. Du kriegst 5. Nein, Edi, hör auf jetzt mit sowas. Hör auf mit sowas, Edi Geller. 1 Jahr will ich nicht sehen. Hör mir auf, ich weiß doch, wie du denkst. Ich kenne dich doch. Ja, 2 Jahre, mach fertig. Mein Klient wünscht sich eine Freigabesumme. Das dürfte ihm vermutlich entgegenkommen. Wir wollen auch keine Freigabesumme in dem Vertrag von Ehrlich aufnehmen. Ja, normal, das ist erledigt. Sollten wir über das Gehalt reden. Hör mir mal zu, Eli. Du hast Twitch. Es läuft gut bei Twitch. Es läuft gut. 36.000 Subs, YouTube, 10 Millionen Views, Elevate, VitaVate. Ich weiß das alles. Du brauchst mir das nicht sagen. Deswegen komm mir einen Schritt entgegen. Du bist nicht geldgeil. Ich kenne dich. Ich kenne deine Familie. Wie hören sich für dich 8.000 an? Einstiegsbonus, 70.000 auf die Kralle. Hol dir einen gebrauchten C63. Hol dir von mir aus eine Daydate. Gebraucht, wenn du findest. Ungelistet, weiß ich nicht. Ich kenne ihn. Ich kenne Eli. Der nimmt an. Der ist nicht so. Wir sind bereit, ehrlich. Rede mit mir. Rede mit mir. Du geldgeiler Knecht, Marc! Du geldgeiler Knecht, Marc! 10.000. Soll ich mal Marc anrufen? Nicht meine eigene Manager gerannt. Guten Tag.
Okay. Weißt du was, Eli? Weil du ein geiler Typ bist. Weil du ein geiler Typ bist, Gegenangebot, Bonus entfernen, Rest mach ich, okay? 10.000 kriegst du von mir auf die Kralle. Verdienst weniger als Melina, aber ist okay. 11.500, Chat. Soll ich das annehmen? Ich brauch Geller. Ich brauch ihn. Marc ruft an. Hallo. Hey. Ich bin on stream. Ich bin gerade im Karriere. Und ich versuche mich gerade selbst zu holen. Und ich habe da einen Manager an der Seite. Der ist geldgeil. Und der ist Marc. Er heißt Marc, der Manager. Und ich habe hier ganz große Probleme mit dem. Ich bin doch nicht geldgeil, was soll das? Du lässt den Mann nicht los. 11.000, ich will 10.000 der Woche, du gehst auf 11.500 hoch, 70.000 Einstiegsbonus. Komm mir doch mal ein bisschen entgegen. Machst du Rückzieher, wenn ich auf 10 und 5 gehe? Was empfiehlst du, Eli? Was ist denn das für ein Spieler? Ist der gut drauf? Ja, super. Gehaltseinstiegsbonus 70.000. Na, das ist schon mal zu wenig. Das ist zu wenig. Mehr Handgeld. Gibt's 2-3 Insta-Stories weniger, dann machen wir auf 50 runter. Ein YouTube-Placement weniger. 50. Machen wir durch. Okay. Soll ich jetzt 50 machen? Wenn ihr dann weg seid, dann raste ich aus. Mal 70. Das ist so, du bist imaginär scheiße und in echt bist du auch ein Halsabschneider. Es ist unglaublich. Immer nur Kohle. Na gut, okay. Ich mach 70. L5 hier. Nur weil du so gut aussiehst, Eli, okay? Nur weil du so gut aussiehst und Mario Kart Earnings hast. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns so jetzt hier auf diese Art und Weise überhaupt unterhalten müssen. Gib Marc die Hand, gib Eli die Hand. Beste Endung, gib einen kleinen Klaps auf den Po. Jetzt wird's, jetzt Eldos Chat. Oh Gott. Ich muss jetzt mit Eldos verhandeln. Eldos, es geht los. Setz dich bitte hin. Setz dich bitte hin. Ermin ist der Manager. Gehalt 1200, Chat, da sehe ich ihn auch drin. Du bist ein Schlüsselspieler bei uns. Du wirst spielen, du bist ein wichtiger Mann. Du bist aber auch für die Trikots verantwortlich, für die Hütchen. Den Hausmeister, ja, und die Arme greifen. Ulrike mit beim Stullenschmieren, Dings da. Eli ist kein Schwein, muss auf dem Schirm haben. Wir haben ein paar Veganer. Ich biete dir monatlich 5.000 Euro. Ne, warte, erstmal, du bist ein Schlüsselspieler, okay? Bist du damit einverstanden? Natürlich. Ja, klar, ja. 2 Jahre, wie sieht's aus? Ich gebe dir 3. Soll ich 3 machen? Ja. Freigabesumme ablehnen. 43 Millionen, hör mal zu, du bist ein nicer Typ und so, 17 Jahre alt. Aber Ermin soll mal runterkommen. Sag ihm mal, soll ich eine Pfeife anmachen und er soll runterkommen? 43 Millionen Freigabesumme. Mach ruhig, okay? Gibt's keine Freigabesumme. Mach mal weg. Gehalt, ey, rede mit mir. Monatlich brauche ich für meinen Benzer, dann brauche ich, Für die Babygirls brauchst du? Ja, wenn ich dann mit Status auch so dritte Liga, dann bin ich offizieller Profi, das ist dann gut. Dann brauche ich noch für Friseur und Freundin, falls ich habe. Du hast doch gerade gesagt für Babygirls und Benzer. Du brauchst keinen Benzer, wenn du eine richtige Frau haben willst. Dann brauchst du keinen Benzer. 6-7K nehme ich. Ey, du bist 17 Jahre alt. 7K fast. Hack abgebrochen. Hast du Hack abgebrochen? Hack abgebrochen. Nur ein Weg jetzt. 6K im Monat, Ermin, ich weiß nicht, was er sagt. Hör mal, Einstiegsbonus. Ich hör mal zu, okay? Weil ich dich mag, weil du ein netter Typ bist. Ich gebe dir 10.000 glatt auf die Hand. Du kannst den gebrauchen holen. Plus eine Shisha für Ermin. Okay, dann gebe ich dir nochmal hier einen Huni. Dann hol Ermin nochmal eine Shisha. Wie teuer sind gute Shishas? Ja, ich glaube 300. So. 300. Was für Tabak? Gute Tabak? Also 7er Tabak, 30, 40. Hier machen wir auf 10, 5. Kannst du noch einen Eisbazooka holen und für diesen Schlauch da, Heißeisbazooka. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Einverstanden, dieses Gehalt stimmen wir zu. Wir bieten den Einstiegsbonus von 14.000 und wir möchten einen Einstiegsbonus 14.000, Tore 10. Nee. Bonus entfernen. Bonus, hier ist nichts mit 14 Tore und weiß ich nicht was. Mach Boni weg, Erwin fantasiert. 14.000. Was willst du mit diesen 14.000? Du kannst dir doch Gebrauchten holen. Hol dir einen Gebrauchten, hol dir Scirocco, hol dir 3er. Ist doch okay. Warum machst du mich arm? Passt. Wie passt? Ich sag 14 ist zu viel. Was für passt, Digga? Bist du schon wieder irgendwo drauf oder was? Ich geb dir 13. Bist du mit Babygirl? Nee. Natürlich nicht. Hier, 13.000. Mein Klient möchte sich unbedingt in ihrem Team anschließen und ist bereit, sich mit 100... Digga, ich schwör's dir, ihr seid die größten... Wow, was sagt ihr? Du, 1.600. Du hast gerade für 100 Euro mehr in der Woche deine ganze Karriere aufs Spiel gesetzt. Verstehst du das? Ein Huni mehr für Babygirls oder ein Scheiß drauf. Huni mehr? Geh raus aus meinem Büro. Okay, so. Fertig. Unterschreibe ich, mach fertig. Wir sehen uns dann beim Training. Ey, Bälle mitnehmen. Pass, sofort. Pass. Ciao, ist ja dumm. Ciao. Hallo? Tag. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut und selbst auch. Auch gut. Bist du gerade mit der Manager drin mit mir? Ja, ja. Setz dich. Alles gut, hast du ein Glas Wasser? Ja, hab ich. Mit oder ohne? Ohne. Ulrike, einmal ohne bitte. Machen wir hier kein Hehl drum, Rolle im Kader, Schlüsselspieler. Ulrike, hast du einen Kaffee? Nee, ist nicht da, sorry. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum? Schlüsselspieler bist du bei mir. Besser geht's nicht, müssen wir nicht drum rumschnacken. Davon geh ich auch aus. Ja, mach ich fertig. Ein Jahr Vertrag willst du haben. Hör mal zu, mit einem Jahr wird's gar nichts. Ich geb dir die Plattform, um dich zu beweisen. Ich habe hier was vor. Ja, kommt jetzt ablösefrei, Coach, ne? Ich hab nämlich jemand angerufen aus Miami. Nee, das ist fake. Enter Miami. Fremde Sprache, fremdes Land. Weißt nicht, wie du dich da
super Sprache, super Land. Haben ja auch ein relativ gutes Angebot gemacht, in einer guten Penthouse-Wohnung. Ja. Wollte ich jetzt mal gesagt haben, also geworben bin ich auf jeden Fall. Hör mal zu, hier hast du Perspektive. Wir fangen zwar in der dritten Liga an, aber hier wird auf dich gesetzt. Wir setzen auf dich. Du bist im Verein drinne. Wir leben den Verein. Wir haben hier wirklich was vor. Und gemeinsam brauche ich dich in diesem Projekt. Deswegen gebe ich dir 2 Jahre, okay? Mal gucken, was du dazu sagst. Frieda ist mit der angebotenen Vertragslaufzeit einverstanden. Bist du drin? Ist okay. Ja, auf jeden Fall das Kürzeste. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleibe, Mann. Ja, lass dir da nichts sagen. Hör mal zu. Da wird 12.000 Euro Gehalt, Einstiegsbonus 78 auf die Kralle. 15 Einsätze, dann gibt es nochmal 200.000. Gehalt 12.000 in der Woche. Wie ist das? 50 im Monat ungefähr. Miami bietet mir 100. Sydney, hör mal zu. Wir kennen uns schon lange. Ich kenne Eli. Ich kenne Elis Eltern. Ich bin auch gut so. Ich bin gut mit Eli. Er hat mir Videos von Eli gezeigt. Du musst aufhören mit sowas. Geld ist nicht alles im Leben. Du hast einen guten YouTube-Kanal, einen guten Twitch-Kanal. Mal die ein oder andere Instagram-Story mehr, dann kannst du hier auch aufs Gehalt verzichten. Verstehst du das? Aber die Community will auch die Miami Vlogs sehen, Mann. Die wollen die Miami Vlogs sehen, ja, ich weiß. Hör mal zu, weil ich dich mag, okay? Akzeptiere ich deine ganzen Gehaltsvorstellungen. Was du hier willst. Dein Manager will hier 200.000 für dich, wenn du 15 Einsätze hast. 80.000 auf die Kralle. 50.000 im Monat. Hör mal zu, für 2 Jahre. Eigentlich bei den anderen habe ich alle verhandelt. Aber weil du ein guter Spieler bist und ich glaube auch, dass du es kannst und dass du mit dem Kopf bei der Sache bist. Glaubst, hast du mal meinen Marktwert gesehen? Ja, aber hast du einen Verein? Das muss ja auch erstmal jemand zahlen. Ich bin der Erste, der sich an dich wendet. Ich mach fertig. Kein Gegenangebot. Ich mach fertig, weil ich dich mag. Hier, zack, geben wir uns alle eine Umarmung. Wird nochmal ein schönes Bild gemacht. Ulrike, komm mal her. Hast du eine Kamera? Die hat nur eine iPhone-Kamera. Kein Problem. 13 Pro Max macht ein gutes Bild. Gibt's nochmal einen Handschlag, einen kleinen Klaps auf den Po. Kannst du schon mal umziehen, kannst die anderen Jungs kennenlernen, ne? Okay, alles klar. Wir sehen uns. Montagtraining, ne? Montagtraining, 8 Uhr morgens. Dienstag. Wann ist Dienstag? Nee, 8 Uhr morgens. Direkt Montag auf der Matte. Jo, bis Dienstag, alles klar. Morgenstern, 20. Hier, wie sieht's aus? Morgenstern wird aktuell nicht beobachtet. Hier, beobachte ich dich. Hier. Beobachten. Wie sieht's denn aus, Nico? Unser Konstrukt. Sydney Friede macht den hier. Eli Geller auf der 10. Ja, natürlich auf der 10. Eldo spielt linker Flügel und Melle spielt rechter Flügel. Hier rechts kommt Willi hin. Ein Innenverteidiger ist Marlon. Wer soll die Buden machen? Wir brauchen Stürmer. Welche Stürmer kenne ich? Jessic, Jordan, Knauf gehen nicht, weil die verliehen sind. Yusufa, wie sieht's aus? Beobachte ich dich. Wie sieht's aus, Yusufa? Julius Kahn ist ein Jürgenbürger-Chat. Wir kennen uns. Jule kenne ich auch mit am längsten von diesem ganzen E-Sport-Ding. Nick Woldemar. 19 Jahre jung. Vermerkte das Teil. Transferangebot für Jungen. 30 Jahre alt. Soll ich ihn mal gehen lassen? Soll ich ihn ziehen lassen, Chat? Hör mal zu. Ich mach's hier kurz und knackig. 500.000 ist nicht. 600.000 Angebot ab. Hier. Damit Ulrike sich auch nochmal hier noch ein bisschen mehr überweisen kann. 604.000. Zack. So, und ein paar Probleme. Ist 18 geworden. Will ein neues Auto. Hier. Können wir nicht anbieten? Na gut, okay. Scheiß drauf. Akzeptieren. Geh raus. Ist okay. 500.000 mach ich weg. 1 Million wert. Nico. Hallo. Hallo, Nico. Hallo. Ich sitze mit deinem Berater. Erstmal musst du mit Waldhofer. Ja. Okay. Ich treffe mich mit dem Trainer. Patrick Glöckner, Chat. Aktueller Wert 1 Million. Kriegt ihr auch 1 Million. Hört auf rumzuschnacken. Nimm's an. Friss oder stirb. Wir brauchen Alternative. Wir werden Sommer nur abgeben, wenn wir 440.000 dafür bekommen. Der wird ein Spielertausch mit Köhler. Da hinten ist die Tür. Pack die Koffer, los geht's, Emilio. Emilio wurde abgegeben. Der kriegt auch dein Zimmer. 450.000 habe ich dafür gezahlt. Ja. Wir sollten über die Teamrolle im Kader reden, ne? Rolle im Kader will dein Manager mir sagen, bist du wichtig. Gegenangebot, du bist ein Schlüsselspieler. Du machst mich jetzt schon sehr locker, okay. Aktuelles Gehalt steht hier übrigens 800 Euro. Dafür binde ich mir jetzt nicht mehr die Schuhe. Für 800 bindest du dir nicht die Schuhe? Wir wollen einen Vertrag. 4 Jahre willst du haben. 4 Jahre kriegst du, 4 Jahre willst du haben. Suchst du dir hier in Berlin eine schöne Immobilie, guckst du dir alles ja, genau an. Finde ich nicht mal eine Brücke, ey. Ja, wir gucken uns das noch an. Keine Freigabesumme, sowas machen wir nicht. Also jetzt, lass uns mal Tacheles sehen. Wir kennen uns schon länger. Ich habe noch ein Gehaltsbudget von 1200. Wir können uns aber auch bei 900 treffen in der Woche. Wir sind ein Team mit Ambitionen. Das hört sich vielleicht für dich am Anfang für einen Rückschlag an? Ja. Aber du musst das so sehen. 900 Euro in der Woche. Das ist im Monat 3,6. Damit findest du super Wohnungen hier in Berlin. Dein Berater sagt hier 800 aktuelles Gehalt, ne? Also. Ja, mein Berater hat mir aber auch gesagt, was Aidin bekommt. Mein Berater sagt mir auch gerade, das erste weibliche Mitglied bekommt 11.000. Das ist was anderes. Melina und Eli, musst du wissen, die sind die Topverdiener in dem Verein. Aber die machen auch mehr. Zum Beispiel Melina managt die Instagram-Seite von Delay Sports. Okay. Eli veranstaltet die Geburtstage von den Jugendmannschaften. Die machen da schon ein bisschen mehr, verstehst du? Aber hör mal zu. Ich bin ja bereit, mich mit dir an den Tisch zu setzen und nochmal, es sind Zahlen. Zahlen kann man ändern, Zahlen sind variabel. Eli, ich sag dir mal so, ja? Ich bin absolut nicht abgeneigt,
bei dir zu spielen. Ja. Aber ich will nicht noch nebenbei die Trikots waschen und die Schuhe binden von dir für 900 Buletten. Dann gib mir den Zahn. Ich war letztes Wochenende in Mallorca und habe euch bewiesen, was ich für einen Charakter und was ich für einen Führungsspieler sein kann. Wenn du möchtest, ja. Bin zwar jetzt noch ledig, aber... Irgendwann willst du Kinder. Genau, ich möchte Kinder, ich möchte mir ein Haus kaufen, ich möchte auch ein Auto fahren eventuell. Kann ich alles verstehen, Nico. Du musst mir... Alles rede mit mir. Mach 20 und wir sind... 20 Euro? Guck mal hier. Ist fertig. Ist einmal. Ulrike kann das fertig machen. Hör mal zu, Eldos hat einen Knebelvertrag bekommen. Der ist bei mir auch im Chat. Der hat 1,5 bekommen. Und davon hat er sogar nicht das Kleingedruckte gelesen. Er muss davon mindestens 25% im Monat bei Eli Geller an Substar lassen. Das verstehst du ja nicht. Weil ich dich wirklich mag und du ein guter Spieler bist. Und ich will, dass du auch gut leben kannst. Gebe ich dir 7.000 im Monat. Das sind 48. Eli, für 7.000 kacke ich meinen Mitspieler in die Tasche, wenn sie nach dem Training reingehen. Ich will mindestens eine 1. 28 meine ich, 28. Gib mir 12. Kann ich mal. Ich hab Kinder. Ich will Kinder. Ulrike macht die Überstunden. Mach 11. 9. 10. 9, 5. Ich will Kinder. 10 und die unterstützt Ulrike bei der Waschmaschine. 10 und Ulrike kriegt 500 im Monat von mir. Und vielleicht auch mal Platzwart einmal im Monat auch den Rasen mähen. Mit ihm zusammen. Bisschen reden, der arme Thorsten. Einziges Bonus. Hör mal zu, ich mag dich. Ich bin, der muss knallen. Du holst hier gerade einen Spieler. Auf drei sagen wir gleichzeitig eine Zahl, okay? 1, 2, 3. 20.000. 200.000. Nochmal. 1, 2, 3. 30.000. 200.000. Okay. So kommen wir nicht weiter. Nico. Ja, definitiv nicht. Okay. Wir sind noch ein bisschen auseinander. Mir sind die Hände gebunden. Eine 3 sieht ein bisschen aus wie eine 6. Vielleicht hat er da ein bisschen Intus, okay? Ich sag so, es ist zwar kein Deal, wo ich mit Plus rausgehe. Ich geb dir 60.000 auf die Hand. Du suchst dir ein schönes Auto aus. Du. Mach 70 und ich kann auch ein bisschen geile Felgen nehmen, weißt du? Für die Felge? Ja. Weißt du, ein Kratzer und dann zahlst du auch wieder 2. 60,2 ist die Versicherung noch drin? 2.000 im Jahr? 2.000 im Jahr kannst du dir... 60 und wir sind beide Ruhe. 63. 64. 63,5. Wir machen offiziell 60. Die 3.000 gebe ich dir bar. Hör mir zu. Ist nicht in den Büchern. Ich trainiere die Frauenmannschaft. Okay, da haben wir noch einen Trainer gesucht. Na gut, okay, Nico. Dann freut es mich. Dein Berater denkt, ich bin hängen geblieben. Du hast 800. Das ist ein faires Angebot. Mein Klient ist damit zufrieden. Das freut mich, dass du damit zufrieden bist. Mach die Tür bitte hinter dir zu. Kannst du mir bitte Marlon reinrufen? Mach ich. Marlon. Der Spieler ist nicht bereit, sich neu zu orientieren. Ist der Mann hier. Weißt, der muss nicht mal die Stadt wechseln. Laie vorschlagen. Digga, jetzt sind mir sind die Hände gebunden. Dann kann ich mit Kuku auch nicht schon. Yusufa und Marlon gehen nicht. Hallo Marlon, ich wollte einfach mal anrufen, um das privat mit Ihnen zu klären. Es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen, aber der Verein lässt Sie nicht in die dritte Liga gehen. Echt, ja? Es ist... Also, wie sieht's denn aus mit einer Leihe? Ich will unbedingt ein bisschen Spielpacke sammeln jetzt in der nächsten Zeit. Freddy ist ein Opfer, Marlon. Freddy ist ein Opfer, ich kann nichts dafür. Er macht gar nichts. Da bewegt sich kein Stein, Freddy Bobic. Ich versuche alles, ich habe alles getan. Ich bin da, ich habe alles getan. Leihe, Kauf, ich meinte vielleicht andere Namen anmelden. Alles getan. Der lässt sich nicht gehen. Ja, werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht mit Waldhof Mannheim fahren kann jetzt hier. Vielleicht auch einfach zur Union. Ich wollte es nur privat erwähnen, das finde ich gehört sich so. Du hättest super an das Spiel reingepasst, aber ich sag dir eins, mach dich fit. Spätestens nächste Saison in der zweiten Liga bist du hier. Naja, in der Zeit mach ich mich auf jeden Fall fit, ein paar Läufe mehr. Mach, ein bisschen und mehr. Und dann sehen wir uns dann nächstes Jahr. Wir sehen uns. Marlon, ne? Wir hören uns. Oh, ein Brain. Ciao. Das ist wie Spiegel, man sieht sich. Also das ist gerade der aktuelle Kader. Wir brauchen unbedingt einen Stürmer. Nick Woltemade sehe ich ja am Sturm. Transferangebot für Keller. Fahren dich. Unter 1,8 geht hier gar nichts, verstehst du das? Wir wollen verhindern, dass die Verhandlungen scheitern und sind bereit, die gewünschte Transfersumme. Und 200.000 so auf die Hand. 200.000 mehr, weil ich schlau im Leben bin, Chat. Lass mich jetzt mit Julius Kade verhandeln, ich brauche Jule. 1,7 Millionen, mache ich fertig. Transfersumme anbieten, hör mal zu. Ich gehe hier rein mit 1,5. Ich weiß, er ist ein bisschen mehr wert, aber brauchst mich nicht vollbabbeln. Ja, 2,3. Für diesen Summe werden wir Kade nicht abgeben, aber für 2 könnten sie ihn haben. Hör mal zu. 1,75. Und jetzt bleib mal ruhig, okay? 1,95. Okay, gut. Er ist ein wichtiger Spieler. Sporadisch? Hä? Rolle im Kader? Hier, akzeptiere. Hier, 4 Jahre, akzeptiere ich. Kriegst du. Die 4 Jahre kriegst du. Übergehe ich die Freigabesumme. Aktuelles Gehalt 4,3. Mach ich 4,5. Kriegst du nochmal einen 5er auf die Hand? Ein 3er? Und jetzt kannst du entscheiden, was du damit machst. Das ist ein faires Angebot. Ja, sehr gut. Einfache Verhandlungen. Wer einfach ist. So, Nick Woltemade, den kann ich holen. Kauf vorschlagen. Freigabesumme 1,8 Millionen. Wir verhandeln. Mal gucken, was da so geht, Chat. 1,2. Mach fertig. 1,2 Millionen. Faires Angebot. 600.000. Hier, 600.000 gespart. Und jetzt muss ich mit Nick ran. Jetzt muss ich mit dem Mann verhandeln. Ich geb dir, du kannst dir hier gerade dein Gehalt aussuchen.
Scheiß auf ihn. Scheiß auf dich. Du bist ein wichtiger Spieler. So. Was will er? 5 Jahre Vertragsdauer. Ja, hier, mach fertig. Der ist ja ein dummer Verhandler. Er will 1.100 Euro Gehalt. Oh, ist das ein schlechter Berater, Chat. Einstiegsbonus 10.000. Er verdient weniger als Elders. Einsatzbonus weg, der Arme. Der muss ja auch von irgendwas leben, Chat. Nick ruft an. Oh. Yo, was geht? Was geht? Hast du mich angerufen? Ich bin live. Du hast die Chance deines Lebens dir verkackt. Du hast den Henke-Vertrag des Jahrhunderts unterschrieben. Hättest, wärst du rangegangen. Was hab ich gemacht? 1-1 wöchentlich. 1.100 Euro. 4.400 Euro brutto im Monat. Hätte ich direkt gemacht. Wie sieht's aus? Bist jetzt aber im Sturm. Neben Eldos und Melina. Ihr drei seid vorne die Angriffszange. Ich stell mich aber auf die 10, okay? Ich stell dich nicht auf die 10. Geller ist auf der 10. Eli füttert dich. Du machst eine Doppel-10. Ich mach. Du bist im Sturm. Du hast zwar nur 2 Sterne Spezialbewegung und 3 Sterne Weakfoot und bist eine lange Nudel, aber ich kann mit dir arbeiten. Ja, 1,98 Melina schon die ganze Zeit dabei, ein paar Ecken zu treten. Eldos auf der anderen Seite auch. Muss mir nur die Dinger auf den Kopf spielen. Die legt sie dir auf den Kopf, sowas hast du noch nicht gesehen. Wie viele Tore? Ich brauche Tore von dir. Auf 3 sagen wir eine Zahl. Dritte Liga sogar. Dritte Liga, Ende der Saison. 1, 2, 3, 8. 13. Okay. Wenn du 13 Tore machst, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Eine saftige. Geil, aber was komme ich dann? 5-2 oder was krieg ich dann? Weiß ich noch nicht ganz genau. Muss ich gucken. Dann habe ich 2,8er netto oder so. Geil. Du hast 5 Jahre unterschrieben. Für 4,5. Geil, Alter. 5 Jahre. Gibt doch eine Siegprämie, ein kühles Blondes oder ein 11er Vita-Welt-Paket. Kannst du dir aussuchen. Was gibt's auf den Punkt? Punkt gibt's bei dir, glaube ich, ein 10. 9 eigentlich, aber Punktprämie wird aufgerundet auf 10. Also 30 pro Win. Dann geht's ja richtig los. Ja. Pressekonferenz, es geht los, Chat. Erstes Spiel in der Vereinshistorie. Alle nochmal hier raufpushen. Alle nochmal hochpushen. Alle nochmal hochpushen. Ich bin nicht so einer so. Ich gebe immer trockene, kurze Antworten. Wir laufen die Vorbereitung für D-Live Sport. Super. Die Jungs haben 2 Wochen lang nicht den Ball gesehen. Ist das Team stark genug, einen Platz im Tabellenkeller zu verhindern? Och, Digga. Was ist denn das für eine Frage? Dieses Team kann einiges, okay? Bleibt mal ruhig. Nach der Verpflichtung von Woltemade von Bremen sehen die Fans seinen ersten Einsatz dabei. Was erwartet sie von einem Debüt? Er wird diesem Team sehr helfen. Jungs, komm mal ran. Es ist unser erstes Spiel. Eldos, kurz vorm Heulen. Du hast den Profivertrag. Sydney, hast gedacht mit deinem Knöchel, mit deinem Knie, es wird nie wieder. Es wird, mein Freund. Eli, Kreuzbandriss hier, Warnbeinbruch da. Ich hab dich in der Vorbereitung doch gesehen. Das sah aus, als wenn du noch nie in deinem Leben was anderes gemacht hast. Nick auch dazugekommen, brauchst dir keine Sorgen machen, Nick. Leb dich ein bisschen ein, guck's dir an, Berlin ist eine schöne Stadt. Melina, ich weiß, du und Eli, manchmal habt ihr vielleicht Meinungsverschiedenheiten. Das Einzige, was ihr heute habt, ist Liebe. Liebe auf dem Platz, Liebe abseits des Platzes. Liebe für diesen Verein, die D-Lay Sports. Jojo Skade, Nico Sommer, ihr kennt euch auch, vom Saufen bisschen. Ja, was denn, gibt's hier einen kleinen League? Vom Saufen kennengelernt, Aufstiegsfeier Dresden, zweite Liga damals, ich weiß Bescheid. Ihr geht jetzt da raus und ihr zeigt den Leuten, aus was für ein Holz ihr geschnitzt seid. Versteht ihr das? Lass den Ball laufen. Gut, so hol sie dir ab. Da oben, Melle. Guter Ball, Melle. Okay. Die spielen uns gerade ein bisschen irgendwie an die Wand. Fuß vor. Ihr müsst euer Spiel spielen. Zeigt mir das, was ihr in der Vorbereitung gemacht habt. Andres Straight, wir bleiben ruhig. Wir gucken uns das erstmal an. Ich brauche Berlinski. Wir sind völlig von der Rolle, Chat. Thielmann 29 mit 5 Verschenkten. Es ist der echte. Wir sind da hinten offen wie ein Scheuntor. Wir sind offen wie ein, sogar VIP hier. Thielmann, das ist sogar der echte. Ich kann dich noch nicht verpflichten, mein Freund. 3-0 erstes Spiel. Warum? Habt doch einfach Spaß da draußen. Verbreitet ein bisschen Freude. Das sieht doch schlimmer aus, als wenn... Geht da mit einer Fresse rein, wie ich in der Weekend League reingehe. Eli, Sydney, Hackespitze 1, 2, 3. Da muss ich mal knallen beim Zweikampf. Ausgeglichen, direkte Pässe. Also das... Wir müssen dann nochmal an die Taktiktafel. Kann ich irgendwie zum Ergebnis springen. Oh, 3-2. Sommer schießt das erste Tor. Oh nein, Digga, er wird mir jetzt so auf den Sack gehen. Sommer und Friede mit den ersten Buletten. Trikotnummer. Sonst erkennt man, erkennt ihn dann auch besser. Sommer mit der 2. Eldos kriegt am Anfang die 18. Julius Kade kriegt die 6. Sydney Friede kriegt die 8. Oder 23. 8 oder 23? 23 ist besser, okay. Elias Nährlich, du bekommst die 97 mehr vor. Amelle wollte die 9, dann kriegt sie die 9. Nick, ich sehe dich mit der 11. So, der Rest ist mir Rille erstmal. Transferzentrale, wo ist Donkor? Donkor kaufen, Kaufvorschlag. Ich gehe rein mit dem Mann. Der Mann ist 1-1 wert, dann kriegst du auch 1-1. Wie sieht's aus? Wir sind bereit. Das ist ein faires Angebot. Ja, nice. Wir sollen mit der Teamrolle beginnen. Er ist ein Schlüsselspieler. Er spielt immer. 3 Jahre, wie sieht's aus? Freigabesumme übergehen. Gehalt. Was verdient der Mann? Der verdient gerade... Hier.
1,5. Einziges Bonus ein Taui. Angebot absenden. Wie sieht's aus? Das wäre das Angebot. Finde ich auch. Okay, das finde ich auch. Das ist geil. Das ist nice. Das ist nice. Mach Meter, Jule. Mach Meter. Guck mal, da hinten machen sie Linienläufe. Guck mal, wie sie da hinten Linienläufe machen. Weil ihr verloren habt. Deswegen. Guck mal, wie ich euch treibe. Guck mal, da unten nicht am Seitenrand. Wie ich die Jungs treibe. Guck mal, wie ich sie anfeuere. Hat einer blöd gelacht bei meiner Trainingsansprache. Scheiße, ne? Wo seht ihr denn da im Ball? Seht ihr da irgendwo einen Ball? Das ist unser Stadion. Wir spielen übrigens in der Bruchbude. Da seht ihr es. Bruchbude. 1. August 2021. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider. Den Tag wird Heimo niemals vergessen, wo er das erste Spiel dieser wunderbaren Mannschaft im ersten offiziellen Heimspiel gepfiffen hat. Wir machen das nicht nur für uns, sondern für die Leute in der Bruchbude. Ich möchte, dass ihr nicht für euch rausgeht. Ich möchte, dass ihr für die Fans rausgeht, für Heimo rausgeht, für die Bruchbude rausgeht. Und ich möchte, dass ihr Fußball spielt. Melina und Sommer auf einer Seite. Ihr könnt das. Guter Ball. Nick, Kopf hoch. Nick, Kopf hoch. Treibt den Ball. Guter Ball, Sidney. Guter Ball auf Melle. Auf Sidney. Nick, Kopf um. Weiter geht's. 9-0. Ey, das ist Kapitän. Er hat sich die Binde geschnappt. Ruhe. Oh. Meine Abwehr ist so kacke, Freunde. No. Oh, Sidney. Eidos, bitte. Eidos, Kopf hoch. Ich bin Kapitän, Chat. Ist ein Bug. Sie schießen schon wieder nicht aufs Tor. Nick, bleib, komm her. Hol ihn dir ab. Ein kleiner Klatscher. Ein kleiner Klaps auf den Po. Deswegen habe ich ihn geholt, Chat. Eidos. Hol ihn dir wieder, schön. Daumen läuft Melle. Melle auf die 2. Schade. Oben. Noch ein. Edi. Er ist zu verspielt. Ich will, dass ihr alles reinschmeißt, was ihr habt. Es könnte der erste Vereinssieg in der Geschichte von Delay Sports werden. Vor heimischen Stadion in der Bruchbude. Sidney Roh. Melle gewinnt das Kopfball nicht mit ihren 1,62. Mach Meter, Nick. Oh, Ecke, das Ding ist over. Over. Sidney Friede, ey, wir sind so scheiße in der Chancenverwertung. GG's rein. Vor 47.000 Zuschauern haben wir das erste Spiel in der Karriere von Delay Sports gewonnen. Ausverkaufte Hütte da draußen. 47.000 Zuschauer im Stadion. Entwicklungsplan. So, Flügelverteidiger, offensiver Flügelverteidiger, inverser Flügelverteidiger, defensiver Flügelverteidiger. Das ist es jetzt, Defensivverteidiger. Elias Nährlich, gibt's da irgendwie Frechtax als Auswahl? Verrückter Spielmacher. Nee. Da mache ich jetzt erstmal. Nee, das bin ich. Verrückter, ach, vorgerückter. Scheiß drauf. Emote Only, Kaufvorschlag, ich muss da ran. Bruder, das ist Salzburg, die Jungs haben Kohle. Wie sieht's aus mit 1,5? Angebot absenden. Das war die reinste Zeitvergeudung. Wir werden auf ein... Warte. Kann ich beiden noch ein Angebot machen? Er geht einfach, das Stück Scheiße. DFB-Pokal, sage ich euch ehrlich, interessiert mich nicht so sehr. DFB-Pokal, gibt's auch keine Ansprache. Interessiert mich nicht so sehr, holen das Ding nicht. Macht euer Ding, Jungs. 2-1 raus, erste Runde. Wir schießen in der 84. Tor, kriegen in der 87. 1-1 und verlieren in der 93. Hey Boss, besteht die Chance, dass ich im nächsten Spiel spielen darf? Dass ich nicht spielen darf, ist ja okay, aber das hätte ich gerne vorher gewusst. Vergreif dich nicht im Ton, Lukas. Du bekommst schon deine Chance, aber vergreif dich nicht im Ton. Jetzt haben wir hier das nächste Spiel vor der Brust. Gegen München, TSV 68. Die sind 19. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Okay, die sind angeknackst. Wir können jetzt einen riesengroßen Schritt Richtung Erfolg gehen. Wie ihr im letzten Ligaspiel gespielt habt, hat mich einfach glücklich gemacht. Nick, versuch selbstbewusst zu sein. Du hast 2 Tore, du bist Topscorer mit den anderen gerade. Sidney, sehr gut in Form momentan. Melle, du machst einen super Job. +4, da hast du schon. Persönlich gesehen, könnte es nicht besser laufen für uns in dieser Konstellation. Als Team, als Menschen, als Mann. Schafft. Digga, guck mal, das meine ich. Warum haben die so eine gute Ausdauer und wir nicht? Wegen dem Pokalspiel. Ich bin Kapitän. Ich weiß nicht, woran es liegt. Fußform. Oh, Digga. Mein Torwart ist so schlecht. Wir brauchen unbedingt einen neuen Torwart. Das ist großer Quatsch. So kannst du keine Spiele gewinnen mit so einer Gurke im Tor. Gut dabei. Ey, du bist ein Chancentod. Jetzt, mach Meter. Ey, Melina macht da so einen guten Job. Die macht da so Welle auf rechts. Ey, Eidos, gut. Ich überlege, Sauer einzuwechseln. Nährlich kann nicht mehr, Digga. Kade kann auch nicht mehr. Wolf für Eidos rein. Eidos kann nicht mehr. Friede raus. Sidney muss weitermachen. Mitte. Oh, ist das Fußball. Digga, sie sind viel zu verspielt davon. Sidney Friede mit einer Tätigkeit, Chat. Hat ihn angespuckt, Chat. Angespuckt. Ich bin so vor diesem, mit verschränkten Armen. Er guckt, er macht so seine Tapes ab. Und jetzt haben wir den Salat. Steck ihn durch. It's over. Sidney, lauf schon, nächstes Training. Bist du bereit, für den Verein alles zu geben oder nicht? Was war los? Du darfst doch nicht die Nerven verlieren. Rote Karte, was ist passiert? Diese eine 6.
Digga, die ganze Zeit abgefuckt. Du beißt ihm aus und tritt auf meine Schuhe. Ich sag, Junge, was ist dein Problem? Nimm das nicht so ernst hier. Er spuckt in meine Richtung. Er sagt, wegen Wind ist gegen mein Gesicht gekommen. Genau. Dann habe ich ihm erstmal so einen Rempler gegeben. Und dann, nach der Halbzeit, ich dachte, alles wieder gut. Er ist immer noch mein Gegenspieler. Wir haben Ecke. Er boxt mir so leicht im Bauch. Und dann ist mir der Ellbogen rausgerutscht, Trainer. Ich kann es verstehen, aber du bist ein Weltklasse-Spieler. Du darfst dich auf solche Leute nicht einlassen. Die Karriere von dem ist vorbei. Der ist Mitte 30, der kommt nie wieder weg aus der dritten Liga. Du bist jung, 24, engagiert, Transfermarkt 55 Millionen. Lass dich auf sowas nicht ein, Fritte. Tut mir leid. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich mach morgen nochmal vor der Mannschaft. Weiter geht's. Ist okay. Hier sehen wir uns. Ciao. Ach, schade, Jungs. Hallo, Boss. Ich weiß natürlich, dass Sie gute Gründe für Ihre Entscheidung im Spiel haben. Aber was sollte das denn? Warum haben Sie mich ausgewechselt? Ich bin sicher, ich hätte gegen 1860 München für ein positives Ergebnis gesorgt. Hör mal zu, ich weiß, du bist ein guter Spieler. Vielleicht nicht mal so viel streamen, den ganzen Tag zu Hause hocken. Hör auf, hier rumzunörgeln. Dein Rumgenörgel kannst du woanders machen, okay? Ich würde gerne bleib auf dem Teppich, mein Freund, aber er ist unser Mann. Du musst fit bleiben, Eli, okay? Bleib mal ruhig. Fuck mich nicht ab, hast du verstanden? Und jetzt raus und mach die Tür zu. Frecher Knecht. Jetzt Mantel, jetzt kaufe ich dich, Digga. 2,7 Millionen, Kaufvorschlag. Digga, und ich zahle diese 2,7 Millionen mit Liebe. Nico, du musst jetzt kommen. Ich gebe dir alles, was du willst. Gehalt, wie viel verdient er? Aktuelles Gehalt 5k. Dann kriegst du von mir auch 5. 5k, Einstiegsbonus. Na, okay, warte, Gehalt. Wir machen 6k. Das wäre das Angebot. Okay, gut. Den Mann haben wir schon mal. Und das ist wichtig. Nico Mantel. Radmann. Kannst du das, Radmann? Sidney Friedes. Das ist echt scheiße, dass der Mann jetzt gesperrt ist. Wir spielen wieder in der Bruchbude. Spielt euer einfaches Game. Kein Hackespitze 1, 2, 3. Der das erste Tor schießt, bekommt von mir 20 Euro PSN-Card. Jetzt sofort. Spielen und gehen. Ja? Steck ihn durch. Oh. Eidos. Na, 20er PSN-Card an Eidos, weißt du. Eidos, gutes Tor. Melina in die Box. Auf Eli. Spiel doch auf deinen Freund. Radmann. Vielleicht nimmt Radmann Sidney den Platz weg. Nur stehen. Mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit, Jungs. Mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit. Oh, Nico. Ah, Kera, der sieht aus wie Mbappé. Wir sind im Arsch-Chat. 2-0, gefährlichstes Ergebnis. Ich sag's immer wieder. Guck mal hier. Genau das meine ich, Sommer. Ich mach Meter nach vorne. Genau das ist dein Tor, Sommer. Eli. Willi. Kennst du das? Ich geh zum Trainer. Ich zeig auf Willi. Willi, dein Tor. Spieler des Spiels bis jetzt. Radmann mit einer 8,4, Digga. Sidney muss unten. Sehr schön. Julius Kade mit der Hacke abgelegt. Für die Statistiker. Ja, normal. Eidos Mitte. Ja, schade. Schön gespielt trotzdem. Nicht eigennützig versucht nochmal rüberzulegen. Radmann im Auge behalten. Radmann habe ich im Auge gechattet. Radmann, sehr gut gespielt. Ich glaube, mit mir wäre es gegen Freiburg besser gelaufen. Digga, was willst du mir erzählen, Köhler? Bleib gelassen. Bleib mal gelassen, okay? Halt mal den Ball flach. Was willst du mir erzählen? Wir haben 4-1 gewonnen. Fuck mich nicht ab. Elias Nellitsch hat zuletzt bei dir jetzt sehr richtig gute Leistung gebracht. Mittlerweile ist er ein echter Leitwolf. Und sowohl er als auch der Verein und Fans sind hoffentlich glücklich, dass er die kommenden Spiele zeigen kann. Wir sind so ein Macherverein. Köhler ist er redet mit der Presse. Hör mir mal zu. Was glaubst du, wer du bist? Was denkt Phil, wer er ist? Bist du im Kader? Nein, bist du nicht und du bist jetzt hier sogar. Denkst du, du hast eine Chance gegen Eli Geller? Halt mal den Ball flach, Phil. Phil Köhler, auf Transferliste setzen. Du bist nicht größer als der Verein. Merk dir das mal. Das war's mit Karriere. Erster Stream war sehr, sehr geil mit Karriere. Digga, wir haben 6 Stunden Karriere gespielt.